Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Starbound mit Zombie und Maudado. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Hör mal, eine Sicherheitsweste. Hast du die jetzt an? Ja, immer noch die Standardkleidung. Ich kann die aber anziehen. Ja. Können die Stats haben? Ja, ne? Aber Nee. Optische Sachen haben die Stats. Hier noch Weltraumkleidung. Okay. Weil da auch irgendwelche... Man kann sich Rüstung craften mit Stats. Ah, okay. Also vielleicht kann man auch Rüstungsteile irgendwo finden, aber so hauptsächlich findet man... Eco-Gegenstände zum Anlegen. Okay. Damit man lustig aussieht. Aber Transmorgen kann man nicht, dass man gute Stats hat und lustig aussieht. Doch, rechts. Rechts neben der Rüstung ist doch so ein Augenslot. Ah, okay. Augenslot ist Aussehen. Na dann, wenn es wie ein Terraria ist. Mein Fehler. Da unten piept's. Sollen wir da nicht hin? Ja, aber erstmal die optionalen Pfade gucken. Was ah ja, der Weltraumrucksack. Nice. Ja, ich habe einen Rucksack. Wir farmen das Set hier zusammen. Ja, hier müsste man runterrollen. Ah, jetzt beide. Cool. Ja, dann kann man hier raus. Rein. Guck mal, das ist extra Loot. Oh, müssen wir uns merken. Das ist eine Boss-Tür. Damit kommt man zum Boss. Jo, ich beschwerde immer mit meinem Gesang. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Wir warten hier auf dich. Hier ist ein Kristallboss. Ich sehe den Schatten von einem Menschen da drin, wenn ich. Was heißt, wir warten? Ich lasse dich da unten den Boss alleine machen. Tschüss. Ich warte auf Maudado. Sie hat mir gerade geschrieben, bitte warte auf mich. Okay. Bitte, Klaus. Bitte, ich hab den Boss noch nie gesehen. Ich muss diesen Boss so dringend machen. Wie viel kennt ihr von dem Spiel? Boah, so gut wie gar nichts. Ich hab's dreimal durchgespielt oder viermal. Okay, das heißt, auf deinem Hauptcharakter hast du auch alle Upgrades und so. Ich hatte keinen Charakter mehr an dem PC. Kein Cloud-Safe. RIP. Was gibt's denn hier für coole... Stardew Valley kann man hier singen. Ja, Chucklefish ist ja derselbe Publisher. Ah, wusste nicht, wer das hier gepackt hat. Ja. Manchmal spielt sie die da aber auch einfach nicht. Da, da, da. Wo bleibt Maudado? Sie lässt hier. Uns warten. Da ist sie. Wir sind gehypt. Warte. Ja. Ist okay, nicht stimmt. Ach, du hast die Hosen. Ja, wir haben das ganze Set. Klaus hat nämlich das Oberteil. Ich hab Rucksack. Oberteil. Ich kann dir das gleich geben. Oh Gottes Willen, ich glaube, wir müssen im Kreis laufen. Hier gibt's bestimmt einen Raketenwerfer, den wir aktivieren können. Hier, oh nein, jetzt über den Schalter. Ups, ich hab ihn wieder gedrückt. Normale macht man bei 0% Chance, den Echios-Kristall zu verwunden. Ja. Du musst eine andere Möglichkeit finden. Ja, er hat gerade geredet. Aua. Junge. Aua. Jetzt müssen wir bestimmt... Der Fallschaden ist wirklich schwierig. Wir haben vier Schalter bestimmt... umgelegt und da unten das Gerät angemacht. Was könnte man jetzt... Ja, jetzt müssen wir das Gerät unten drücken, oder? Ich glaube, Zombie hat das schon gedrückt. Nö. Nee? Ich mach doch nichts, wenn ich was kenne. Ja, ja, okay. Dann lass mal die Rakete... Autsch. Boom. Jetzt rein. Oh nein, wir müssen wieder das gleiche machen. Das sagt, die Waffen funktioniert nicht und dann... Ja, er hätte ja sein jetzt können, rein, dass rein. So einen Kern zerstört haben. Haben wir alle vier? Ja, okay. Schnell, leg um. Ja. Ich schon... Hab die zwei Linken. Hab die zwei Rel... Okay, wir haben's. Oh. Ja. Ja. War kein Bock. Bitte nicht. Bitte, Jesus. Danke. Wie kommen wir denn da hin? Ja, jetzt geht er wieder aus. Okay. Einfach ausweichen und BÄM! Das war's? Das ist ein Mensch drin gewesen. Ich hab Hallo. Die ja gesolo. Der sieht aus wie O-Saft. Hallo, O-Saft. Haha, wirklich ein bisschen. Ja, die Endlootkiste ist meins. Nein, was ist, wenn da das Oberteil drin ist? Nein, das hab ich an. Oder? Ah, nee, das hat mir Zombie gegeben. Was hat Schwert. Ein Schwert, ein One-Handed. Oh, Der Bohrer wird angeschalten, ja. Also, wenn das Schwert keiner will, dann nehme ich es mir raus. Wie ups? Da ist ein Pfeil und du hast dich hingestellt und es aktiviert. Ja, der Bohrer ist einfach angegangen. Ah, bei uns kam noch nicht die Geschafft-Mission, erst als wir drauf gedrückt haben. Ja. Ups. Klaus, kann ich das Oberteil haben? Ja. Klar. Warte, ich gebe dir noch den Rucksack auf, kann Maudado. Ich mich für dich ausziehen. Ja, guck, jetzt hat Klaus den. Ich hab ein Auge. Was soll ich haben? Rucksack. Ah, ich hab den wahrscheinlich automatisch an. Ja. Okay. Da links. Habt ihr auch. Base Dado. Ich hab ne Auge. Ich hab ein Auge. Ich hab ne Auge. Ich hab ein Auge. Ist das eine Waffe oder was macht das? Oh. Ich hab so einen Rare Drop. Ja, hab ich noch nie gesehen. 1800. Ja, aber sich erstmal lustig machen, wenn ich sage, ich hab ne Auge. Ich hab ne Auge. Das ist für eine Kreatur aus Gas. Ich besitze sowas nicht. Weißt du, machst du hier lustig über mich? Ich hab es nicht mal droppen sehen. Hätte Maudado nicht nach dem Anzug gefragt, hätte ich das niemals mitbekommen. Aus dem Weg! Ich hab ne Auge! Müssen wir mit dem reden? Ist blau, dass wir fertig sind? Ja, danke. Ja, Hyperantrieb wird repariert. Oh, die Pingis! Bei dem kann man später sich ein Hoverbike kaufen, wenn du 15.000 Pixel hast da.
Ich kann 1800 klar machen, weil das Auge ist 1800 wert. Ich glaube, das ist ein bisschen besser als 1800 Pixel. Seid ihr ready für eine Party? Ja. 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 Tech-Karte. Tech-Karte. Ja, ja, komm mit. Davon hatte Zombie. Achso, nee, wir brauchen erstmal Kupfer, ne? Ja, jetzt war ich. Das war eine Nebenmission, glaube ich. Nee, was ist Nebenmission? Hier, damit schaltet man einen Doppelsprung und sowas frei bei dem Typen. Also dem seine Quests müssen wir machen, wenn wir können. Aber okay, jetzt brauchen wir halt Kupfer. Okay, ab sofort will ich nichts anderes außer Kupfer mehr sammeln. Für ja, was sagt die Quest? Rede mit Esther. Genau. Rede mit Esther Bright bei der Arsche. Arsch. Der Anzug sieht aber echt cool aus. Ja, der ist echt cool. Ja. Generell, es sieht in dem Spiel alles recht cool aus, auch die verschiedenen Monster. Ja, da seid ihr endlich. Aber das Spiel ist fertig. Also es ist Full Release und ja, so. Ja, schon seit Ewigkeiten. Ah, deswegen kommt nicht mehr viel. Okay. Ich glaube, wir müssen in dieser Tür diese Kristalle einsetzen, dann früher oder später. Ja, würde Sinn ergeben, es waren ja 6 Stück. Ich traue der Esther nicht. Einfach an. Weil die einen fliegenden Rollstuhl hat? Weil die einen fliegenden Rollstuhl hat und weil die zu meiner KI gesagt hat, halt der Maul, als er mich gewarnt hat. Ja, das ist der Special Attack von dem Hammer. Wir müssen jetzt N drücken und Gegenstände auf dem Außenposten scannen, um diese Leiste oben rechts zu füllen. Okay. Man kann so nach der Lore Gegenstände scannen. Und wenn die orange sind, hast du die schon bereits gescannt. Wenn die blau sind, kannst du sie noch scannen. Wenn sie grün sind, bringen sie Fortschritt für die Quest. Einfach gerade sagen, dass es die Quest noch kein bisschen hochgegangen hat, bedeutet nichts. Oh, grün! Ja, ich glaube so die ganzen wichtigen NPCs und sowas. Also macht es keinen Sinn, irgendwas zu scannen, was nicht grün ist. Außer ich möchte... Außer du willst es angeklickt haben. Füllt es nicht so ein komisches Ding? Ja, aber dafür ja nur die grünen. Ich klicke alles an. Ja, es darf nichts mehr blau sein. Junge, echt viel Text. Gut, dass das kein Solo-Projekt ist, sonst müsste ich das alles vorlesen. Darfst du lesen? Verbietest du nicht? Ich verbiet's mir. Und das, weil sie es mir verbieten. Jetzt tut Zombie so, als würde er es nicht verbieten, Leute. Ich würd's vorlesen. Cinematisch alles. Alles. Okay, mir fehlt noch eins. Das ist hier unten im Keller. Das ist ultra fies. Okay. Ich dachte, wäre vielleicht das riesige Tor am Anfang. Achtung, nicht in die Quest reingehen, Modado. Also soll ich nicht in die Quest reingehen? Hast du gescannt, Klaus? Nee, noch nicht. Irgendwas fehlt mir. Hier unten. Achso, noch weiter unten. Da war nämlich auch eine Quest und du hast mir gesagt, Achtung, nicht in die Quest reingehen. Deswegen wollte ich nicht nach unten. Ja, bei beiden. Bei der. Okay, hab's. Soll ich die annehmen, die Quest, oder? Kannst du machen. Okay. Man kann mal bitte, wenn man ablehnen schon rot macht, kann man dann bitte annehmen, grün machen. Ich hab fertig. Ja, ich muss zur Essen zurück. Ja. Maudado ist auch fertig mit dem Leben. Keine Lust mehr zu leben. Ich. Oh, dann bist du ja endlich. Hallo, ich bin ein Schritt hinter dir. Ich weiß. Bin nicht so schnell wie ihr. Ihr habt bestimmt schon irgendwelche Speed-Upgrades. Nö. Mit deinem Gotteslaser. Das ist wirklich geil. Ich hab ultra Lack irgendwie, was die Sachen angeht. Schon wieder in der Quest, die Dame. Ich scanne Gegenstände. Schon wieder? Um floranische Hinweise. Ja, jetzt müssen wir von diesem Pflanzenvolk. Oh, das ist mein Volk. Scannen. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal einen Planeten finden, wo die sind. Stimmt, die nächsten Koordinaten. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Gameplay zu tun. Nice. Erstmal upgraden. Endlich keine nerviges Reisezeug mehr. Sammeln, verschiedene Planeten erkunden. Aber wenn der Schöpfer alles Sachen schöpft, warum hat er dann den Zerstörer geschöpft? Vollidiot. Machen wir den Dreadwing? Nee. Nee, okay. Dreadwing ist auch ein Boss, aber der ist strong. Wie fühlt du mal nochmal sein Schiff? Mit was? Mit Fuel. Yeah. Etherios Treibstoff für deinen Hyperantrieb kann auf Monden abgebaut werden. Das kommt gerade auch bei mir. Es sollte aber bedacht werden, dass seit der Zerstörung der Erde alle gescannten Monde sehr seltsame irgendwas. Ja, siehste. Ja. Ja. Pause zwischendurch machen. Ja. Pause? Was? Nein. Oder du einfach voll Brain up, gar. Ja, wollen wir jetzt erst. Klaus, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt Bronze sammeln? Wollen wir Treibstoff sammeln? Wollen wir so einen Planeten mit Pflanzenleuten suchen? Also ich würde gerne Kupfer sammeln. Wollen wir unseren Manipulator upgraden? Wollen wir irgendwelche Quests machen? Kupfer sammeln. Ich würde gerne mein Raumschiff mit Treibstoff füllen und fliegen. Also ich habe halt an Kupfer gedacht, weil wenn wir damit schneller laufen oder Doppelsprung können, das ist mit Abstand das Coolste. Gibt's Kupfer auf jedem Planeten oder war das so ein Ding, dass es so 3 verschiedene gibt? Es gibt verschiedenes Zeug auf verschiedenen Planeten, aber Kupfer soll es überall eigentlich geben. Also auf dem wir waren, gibt es auf jeden Fall Kupfer, weil ich schon Kupfererz hatte. Ja, dann müssen wir ja nur noch einen Ofen herstellen, oder? Vielleicht. So, wie craftet man einen Ofen? Ja, genau, mach mal das ganze Craft-Zeug, Klaus. Guck dir das mal an. Erfinderwerkbank. C, mach die Erfinderwerkbank. Genau, stell die mal auf. Ja, dann muss ich Bauholz kurz bauen, herstellen. Ah, hier sind die Holzplattformen, die du meintest, Maudado. Ja. Aber dafür brauchst du Pflanzenfasern auch, ne? Nee, für Holzplattform braucht man nur Holz. Dafür braucht man nur Timber. Also verarbeitetes Holz. Was meinst du Bauholz? Timber?
Ja, Bauholz. Ja, keine Ahnung. Also meinst du das dritte von oben? Also du verarbeitest Holz einmal und dann kannst du daraus Treppen machen. Aber die Treppen, die haben bei mir ein anderes Symbol und dafür brauche ich... Bauholz und Pflanzenfaser. Ja. Oh, ja, kannst du rein. Okay, ich habe die Werkbank gebaut. Mach die Werkbank in mein Raumschiff. Habe ich die gebaut? Ja, ich baue einfach noch eine. Findest du nicht? Vielleicht habe ich die auch aus Versehen Ah, ich habe sie in der Hand. Naja, jetzt haben wir zwei. Amboss. Ja genau, davon alles einmal herstellen. Aber kann ich nicht, weil ich keine Barren habe. Ja, wir brauchen erstmal den Schmelzofen. Genau. Den kann ich... Den primitiven, dafür brauchst du ein Lagerfeuer. Das kannst den einfachen, nicht den primitiven. Ich kann gar keinen Ofen bauen. Ja, ja, dafür brauchst du ein Lagerfeuer. Und schau, was du brauchst. Nee, ich habe noch nicht mal einen Ofen, deswegen. Aber dann baue ich erstmal ein Lagerfeuer. Da an dem Ding steht doch, was du brauchst für den Schmelzofen. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Ach du Kacke. Okay, was brauchen wir dafür? Pflaster, Stamm, Lagerfeuer, das habe ich. Okay. Pflasterstein. Nicht Stamm, kann ich nicht mehr leben. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, liebe Leute. Schaut in die Beschreibung rein, da sind auch Maudado und Zombie verlinkt. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.